rufe auf den Einzelplan 05. Zuerst hat sich meldet die Frau Kollegin Hoffmann, SPD-Fraktion. Justiz, auf geht's. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man in den Justizhaushalt für den Doppelhaushalt schaut, denkt man erst einmal, so weit, so gut, wenn man sich die Historie dieser Landesregierung anschaut und die Gesamtentwicklung für die Justiz, muss man konstatieren, die hessische Justiz ist seit 18 Jahren unter dieser Landesregierung einem permanenten Ping-Pong-Spiel ausgesetzt, meine Damen und Herren. Was meine ich damit? Erstmal, Anfang der 2000er wurde immens Personal abgebaut, auch an anderen Stellen des Landeshaushalts. Wir nennen es Operation Düstere Zukunft. Das waren im Justizbereich über 800 Stellen. Dann in Folge 2014 folgende noch einmal 350 bis 450 Stellen on top, weil der vorherige Stellenabbau ja nicht gereicht hat. Und dann haben Sie immer mal wieder, auch jetzt mit diesem Doppelhaushalt, an der einen oder anderen Stelle nachjustieren müssen, weil Sie selber an der einen oder anderen Stelle erkennen mussten, dass es so nicht weitergehen kann. Ich sage Ihnen aber deutlich, das ist ein unsägliches Auf und Ab, das ist keine verlässliche Politik, und das muss dringend geändert werden. Aber nicht nur das. Sie, Frau Kühne-Hörmann, haben sich auch noch erdreistet, so zu tun, als hätten Sie mit dem letzten Stellenabbauprogramm überhaupt nichts zu tun, und wollten sich dafür feiern lassen, dass es jetzt wieder etwas mehr Stellen gibt. Ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit, dass es eine Unverschämtheit ist und ein Spiel, das man leicht durchschauen kann, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen deutlich, wir brauchen einen gut funktionierenden, effektiven Rechtsstaat. Er ist ein zentraler Baustein unseres demokratischen Gemeinwesens, der auf verlässliche Politik vertrauen kann und kein Hin und Her und kein Ping-Pong-Spiel, meine Damen und Herren. Aber noch ein weiteres. Wenn man sich die Stellenmehrung jetzt anguckt, so weit, so gut, stellt man aber ein weiteres fest. Gerade in den Folgediensten, nämlich etwa bei den Justizfachanstellten, Wachtmeistern usw., so gibt es keinen personellen Aufwuchs. Und da sind Sie nur zu kurz gesprungen, meine Damen und Herren. Denn was nützt es, wenn ich zwar mehr Richterinnen und Richter habe, aber die Urteile etwa dann gar nicht richtig ausgefertigt werden können, der Aktenabtrag nicht rechtzeitig erfolgen kann und die Folgeleistungen, die auch in der Justiz zu erbringen sind, eben nicht sozusagen auch mit zeitnah bewältigt werden können. Insofern ist klar, dass Sie hier nur halbe Sache machen, meine Damen und Herren. Ein weiteres. Der hessische Ministerpräsident hat es gestern angeführt und sich dafür fast loben und feiern lassen wollen. Ja, wir wissen, dass es immer noch im Bereich der Asylverfahren zu Anstiegen kommt, was die Verfahrensanzahl anbelangt. Und hier im Haushalt sind auch 12 A1-Stellen und 16 A7-Stellen für die Verwaltungsgerichtsbarkeit eingeplant. So weit, so gut. Wenn man aber genauer hinschaut, was wir tun, merkt man, dass diese Stellen mit dem sogenannten KW-Vermerk versehen werden, also von der Zustimmung des hessischen Finanzministeriums abhängen, ob sie überhaupt kommen oder nicht. Wir selber haben schon Rückfragen aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit erhalten. Auch da erzeugen sie Unsicherheiten, Ungewissheit. Und, meine Damen und Herren, das ist gerade bei so einem sensiblen Thema wirklich unverantwortlich. Sie machen es so, dass wir in vielen Bereichen Nachjustieren fordern, Themen hier auch besetzen. Und hier fragt man sich aber bei einem Punkt, ich will dieses Stichwort Ping-Pong bewusst noch einmal aufnehmen, ob denn die eine Hand nicht weiß, was die andere tut, oder sie gar, ich spreche hier die CDU und Grünen-Fraktion an, etwa gar die Justizministerin brüskieren wollen.
an dem Beispiel Arbeitsgerichtstag in Bad Hersfeld. Wir haben seit Langem kritisiert, dass die Justiz aus der Fläche zurückgezogen worden ist, und haben auch gefordert, dass etwa in der Arbeitsgerichtsbarkeit an einigen sensiblen Punkten durch die Einführung von Arbeitsgerichtstagen wie in Rheinland-Pfalz nachgebessert wird. In der Kleinen Anfrage von den Kollegen Warnecke und Franz haben Sie erst jetzt Ende August geantwortet, dass es in Bad Hersfeld gar nicht geht, weil da die Räumlichkeiten nicht da sind. Und jetzt kommt ein Antrag von Grünen und CDU und fordert genau das. Also da scheint die eine Hand nicht zu wissen, was die andere tut. Drei letzte Themen. Eine der größten Herausforderungen für die Justiz ist die Einführung der digitalen elektronischen Akte. Sie haben sich vor Jahren mal, und zwar dieser Prozess geht ja schon bereits seit Anfang der 2000er, haben Sie sich dafür gerühmt und gefeiert, vermeintlich, dass Sie die Spitze der Bewegung seien. Wo steht denn Hessen jetzt bei der Einführung der elektronischen Akte? Bayern macht uns gerade vor, und zwar hat schon die elektronische Akte an einzelnen pilotierten Gerichten, wie man den elektronischen Rechtsverkehr abwickelt. Und, meine Damen und Herren, Sie alle wissen, zumindest die Fachpolitiker wissen es, dass das der größte sozusagen Umbruch, mit die größte Herausforderung der Justiz in Zeiten der Digitalisierung ist. Bayern macht es uns vor, und was macht Hessen? Es guckt in die Röhre und guckt, läuft den ganzen Entwicklungen hinterher, meine Damen und Herren. Das ist sehr, sehr schlecht. Und zwei letzte Themen. Der Opferschutz ist für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eine der größten Herausforderungen. Wir fordern Sie mit einem eigenen Antrag erneut auf, unserem Vorschlag des Opferfonds, den Opfersfonds, so wie er erfolgreich schon in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg praktiziert wird, einzufordern. Sie wissen ganz genau, dass es eine wichtige Schutzlücke ist für Opfer, nämlich schnell und unbürokratisch Hilfe zu bekommen. Ich verstehe nicht, warum Sie solch eine wichtige Einrichtung im Sinne der Opfer bis zum heutigen Tage ablehnen. Das ist im Sinne der Opfer absolut unverständlich. Deshalb geben Sie sich einen Ruck. Ein letzter Punkt. Auch der Justizvollzug wird von Ihnen vernachlässigt. Im Allgemeinvollzugsdienst fehlen über 100 Stellen. Und da haben wir es doch mit der Sicherheit zu tun. Das ist doch eine Frage der Sicherheit für die Bevölkerung. Und ich kann nur sagen, auch der Sanierungsstau in den hessischen Justizvollzugsanstalten ist unerträglich. Etwa in der JVA in Wiesbaden, da regnet es ein in die Sporthalle. Da musste man schon einmal aufstellen. Das ist unerträglich und auch ein Sicherheitsfaktor. Auch da müssen Sie nachbessern. Nein, wir brauchen eine andere Justizpolitik für Hessen, die nämlich einen effektiven Rechtsstaat gewährleistet, besseren Opferschutz und vor allen Dingen einen Strafvollzug, der Sicherheit und Resozialisierung bedingt und sicherstellt. Meine Damen und Herren, in diesem Fall brauchen wir eine Wende in der Justizpolitik. Vielen Dank, Frau Kollegin Hofmann. Das Wort hat der Abg. Hartmut Honka, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bezieht sich nicht auf seine Fälle. Ist schon in Ordnung so. Ist schon in Ordnung, Herr Kollege Honka, sprechen Sie beide. Keine Diskriminierung hier, bitte, Herr Kollege. Ja, meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund der Sicherheitsherausforderungen in Deutschland und Europa brauchen wir eine starke Justiz, denn innere Sicherheit hört nicht an der Polizeidienststelle auf. Deswegen hat sich diese Landesregierung auch mit dem kommenden Doppelhaushalt vorgenommen, die Justiz im Bereich sowohl der Staatsanwaltschaften, aber dann der Gerichte und auch der Justizvollzugsanstalten entsprechend stark aufzustellen. Im vergangenen Jahr hatten wir einen 10-Punkte-Maßnahmenplan, der gut funktioniert hat, und wir haben für das kommende Jahr, und da kann ich einen kleinen Brückenschlag schließen zu dem, was wir eben gerade gehört haben, einen deutlichen Aufwachs in fast allen Stellenbereichen dieses Einzelplanes. Da sind 224 einzelne Stellen,
168 für das kommende Jahr und 56 weitere für 2019. Und es wäre insofern der kleine Schlenker, sei mir gestattet, in Richtung der größten Oppositionsfraktion. Hier wird in jedem Einzelplan von den Anträgen geredet, die kein anderer kennt außer Ihnen selbst. Und es wäre insofern für die Debatte, die wir hier führen, schon ganz klug, wenn auch Ihre Anträge bereits zur zweiten Lesung vorliegen, damit wir überhaupt miteinander diskutieren können, was Sie wollen, was wir wollen. Herr Kollege Rudolph, wir überlassen gerne Ihnen alles, was Sie möchten. Aber für eine ehrliche Debatte wäre es halt redlich, wenn Ihre Anträge auch auf den Tisch legen würden und nicht nur bei Ihnen in der Schublade. Dann könnten wir darüber miteinander diskutieren. Virtuelle Anträge ist ein schöner Begriff, aber ich glaube, reales Geld ist z.B. an der Stelle wichtiger. Ich möchte insofern auf ein paar Details kommen, weil diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben bare, reale Fakten vorzustellen und auch in der Hand. Ich will zu den Stellenverbesserungen kommen, die ich eben angesprochen habe. Im Bereich der Staatsanwaltschaften reden wir davon, dass wir für das kommende Jahr 2018 10 neue R1-Stellen schaffen wollen. Weitere 8 Stellen kommen natürlich auch noch mal im Folgebereich dazu. Dann kommt der Bereich der Zentralstelle der IT, die ZIT in Gießen, kriegt weitere 5 R1-Stellen, also 5 Richter- bzw. Staatsanwaltsstellen, weil das ein besonderer Schwerpunkt ist. 3 weitere im Folgebereich kommen dazu. Wir werden für die Staatsanwaltschaften 5 Stellen für Häuser des Jugendrechts schaffen, eine weitere Stelle für Staatsschutzdelikte, 4 Stellenhebungen im mittleren Dienst und dann Häuser des Jugendrechts sind ein Thema, das uns immer beschäftigt. 2019 wird es dort mit 5 weiteren Stellen weitergehen. Das ist ein wichtiges Thema, und das schlägt auch die Brücke zu den ordentlichen Gerichten, weil auch dort werden wir entsprechend Richter aufbauen, weil Häuser des Jugendrechts funktionieren durch die gute Zusammenarbeit zwischen der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Jugendgerichtshilfe vor Ort. Aber dann muss es auch entsprechend beim Amtsgericht danach funktionieren. Deswegen kommen dort jeweils im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeiten 2018 und 2019 eine Stelle dezidiert dorthin zu. Dass uns die innere Sicherheit besonders beschäftigt und sich so ein roter Faden aus dem Innenhaushalt bis in den Justizhaushalt zieht, sieht man z.B. daran, dass sich das BKA-Gesetz und das Fluggastdatengesetz, beides zwei Bundesgesetze, fröhlich auf unseren Haushalt auswirken. Wir werden insgesamt 6 Richterstellen dafür zur Verfügung stellen, um diese Gesetze ordentlich abzuwickeln. Und ich würde mich sehr freuen, an dieser Stelle, wenn der Deutsche Bundestag nicht nur solche Gesetze beschließt, sondern auch den Ländern die Mittel zur Verfügung stellt, weil die Umsetzung dieser Gesetze wird ganz alleine das Land Hessen stemmen für die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Das wäre an der Stelle schön, wenn man das auch entsprechend dort in Berlin anerkennen würde. Wir werden weiterhin, um das so ein bisschen noch zu widerlegen, was wir eben so alles gehört haben, im Gerichtsvollzieherdienst 8 weitere Stellen schaffen. Wir gehen in einen digitalen Servicepunkt im nordhessischen Raum, der etwas Neues ist in der Justiz, als zentrale Anlaufstelle für alle Rechtssuchenden, um sich dort Auskunft zu erlangen, um dann später, wenn es da zu Gericht geht oder wo auch immer hin, dass es dann dort zügiger laufen kann. Dort reden wir von 6 neuen Stellen in diesem Bereich. Wir wollen im Bereich 2019 dann 45 weitere Stellen im Bereich der Gerichte schaffen. Da sind 2 R2-Stellen dabei und 13 R1-Stellen. Das Weitere sind dann das Folgepersonal. Und wir werden uns natürlich auch mit den Folgen des Brexits beschäftigen. Und insofern sind dort bereits 3 R1-Stellen vorgesehen für eine Einrichtung einer internationalen Kammer für internationale Finanz- und Handelsverfahren, weil der Standort Hessen als Rechtsstandort ist ein guter, und den wollen wir an der Stelle entsprechend stärken. Das Thema Vollzugsanstalten gehört bei uns mit dazu. 2018, damit Sie, Kolleginnen und Kollegen, mal gehört haben, 25 neue Stellen. Dazu kommen 6 Stellen für neue Hundeführer, 4 Stellen für Strukturbeobachter, weil zu wissen, was gerade in den extremen Bereichen der Gewalt passiert, wenn dann Menschen inhaftiert sind, das müssen wir im Auge behalten. Dafür haben wir Strukturbeobachter geschaffen, und das wird ausgebaut. Und das ist auch eine gute Zusammenarbeit dort mit dem Innenbereich, um dort zu kontrollieren, was in den Vollzugsanstalten passiert. Wir haben 2 Stellen für 2018 im Haushaltsplan für die Behandlung psychisch kranker Gefangener zusätzlich. 9 Stellenumwandlungen werden geschehen, und mindestens 6 Stellenhebungen sind enthalten. Wir haben 2019 geht es so weiter, 29 Stellenumwandlung, 4 Stellenhebungen, 2 Stellenbehandlung psychisch kranker Gefangener. Also in dem Bereich brauchen wir uns nicht zu verstecken. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist angesprochen. Sie steht vor einer besonderen Herausforderung im Moment. Und auch dort haben wir bereits reagiert. Wir fangen nicht erst jetzt an, wie andere Bundesländer auf das Thema Asyl zu reagieren.
Wir haben dort bereits neue Stellen geschaffen, und wir werden für das kommende Jahr 2018 2 weitere R2-Stellen und 12 R1-Stellen schaffen. Und insgesamt wird es 30 neue Stellen geben, weil die Differenz ist dann wieder der entsprechende Folgebereich. Im Jahr 2019 soll der Deutsche Verwaltungsgerichtstag in Hessen stattfinden, und den wollen wir unterstützen mit 100.000 €. In der Sozialgerichtsbarkeit wird es auch neue Stellen geben, mindestens 4 neue, dann auch Stellenhebung und Umwandlung. Und die IT-Stelle ist bereits angesprochen, weil die Einführung der elektronischen Akte und die entsprechende Umsetzung kostet nicht nur viel Geld für die Infrastruktur in technischer Hinsicht, sondern auch dort wird es 4 neue Stellen geben, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, die das entsprechend dann auch machen können. Wir vergessen aber z.B. nicht auch den Bereich der Schwerbehindertenbediensteten. Und auch dort wird es 6 neue Stellen geben im kommenden Jahr, 3 bei den Staatsanwaltschaften, 2 in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und 1 in der Sozialgerichtsbarkeit. Und ich glaube, da ist das Justizministerium und die Gerichte und die Vollzugsanstalt im Hintergrund ein fairer und guter, verlässlicher Arbeitgeber in diesem Bereich. Thema Opferschutz und Präventionsarbeit fällt bei uns auch nicht hinten runter. Dort wird auch aufgesattelt, weil es war eben bereits als Thema genannt, als wohl mögliches Thema eines möglichen Oppositionsantrags. Dort werden wir 200.000 € aufsatteln. Da die SPD ihre Anträge noch nicht vorgelegt hat, erlaube ich mir nur einen kurzen Blick auf 2 Anträge der Fraktion DIE LINKE, die ja große Einsparungen vornehmen möchte im Justizbereich. Ich weiß nicht, Herr Dr. Wilken, ob das wirklich mit Ihnen abgestimmt war, was dort gestanden hat in den Anträgen, dass Sie im Bereich des Jugendvollzugs 1,2 Millionen € dadurch generieren wollen, dass Sie konsequent auf offenen Vollzug und eine vorzeitige Entlassung hinwirken wollen, und dass Sie sogar im Erwachsenenvollzug 5,5 Millionen € erlösen wollen, indem Sie pauschale Vollzugslockerungen fordern. Das ist weder ehrlich noch redlich, noch ist es verantwortbar, das, was Sie hier vortragen. Unsere Botschaft lautet ganz klar: Eine starke Justiz schafft Sicherheit, und wir schaffen eine starke Justiz. Ich danke ausdrücklich im Namen meiner Fraktion und auch im Namen unseres Koalitionspartners all den Richtern, den Staatsanwältinnen, den Mitarbeitern im Vollzugsdienst, den Gerichtsvollziehern oder auch allen anderen Frauen und Männern, die der dritten Gewalt in unserem Land ein Gesicht geben, ein gutes Gesicht geben. Und ich danke Ihnen vielmals für Ihren Einsatz für unseren Rechtsstaat. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Honka. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Diejenigen unter Ihnen, die sich jetzt eben Sorgen gemacht haben, dass DIE LINKE unsolidarisch mit der Redezeit umgeht, bitte ich jetzt, die Stoppuhr zu stellen. Und, Herr Honka, selbstverständlich sind solche Dinge mit mir abgestimmt. Sie haben bloß missverstanden. Wir fordern den offenen Vollzug nicht, um Geld einzusparen, sondern um die Resozialisierungschancen zu verbessern. Und dabei sparen wir auch noch Geld. Meine Damen und Herren, ich habe in den vorhergehenden Debatten immer wieder als Vorwurf an die Oppositionsparteien gehört, wir würden hier Detailnörgelei betreiben. Deswegen will ich einmal ganz strukturell rangehen und an einem Detail Ihren konsequenten Fehler auch in diesem Haushalt vor Augen führen. Es ist richtig, Sie bauen Richterstellen in der Justiz auf. Aber Sie bauen nicht in gleichem Umfang die Stellen auf, die den Richtern zuarbeiten oder die nacharbeiten. Und das ist ein strukturelles Problem, das sich durch alle Haushalte zieht. Sie bedienen Ihr Klientel, achten aber dabei nicht darauf, dass die Justiz eben nicht schneller und besser wird, wenn wir ausschließlich Richterinnen einstellen, sondern wir müssen den gesamten Apparat stärken. Und das ist das strukturelle Problem, das sich durch alle Haushalte zieht. Sie fördern, Sie bauen auf die Chefetagen, und Sie vergessen den restlichen Teil der Bevölkerung. Und damit machen Sie schlechte Dienstleistungen in diesem Land. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Förster-Heldmann, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN.
Wo geht es runter? Ja, sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich will mir ein Vorwort erlauben, was den Landtag hier betrifft. Wie Sie wissen, bin ich ja erst, ist es mein zweites Plenum, an dem ich teilnehme. Und zwischenzeitlich habe ich immer mal den Eindruck, ich befinde mich eigentlich in einem Plenum eines anderen Landes, weil die Realitäten, die hier abgebildet werden, die finde ich teilweise ausgesprochen befremdlich. Und es wird ein Bild von unserem Land gezeichnet, das man in der Realität wirklich nicht nachvollziehen kann. Sie berufen sich in vielen, und das sind, glaube ich, alle Fraktionen, Sie berufen sich in Ihren Reden teilweise auf Schlagzeilen, deren zweifelhafte Herkunft wirklich auch noch einmal zu benennen wäre, ob der Schulpolitik, wo es überall reinregnet, und auch in Justizvollzugsanstalten ist alles unbenommen. Aber es gibt auch die andere Welt. Und vor allen Dingen, worüber Sie nie reden, ist die Logistik, die dahinter steckt. Wie organisiere ich das alles? Das nur einmal vorab. Ich habe mich damit beschäftigt, was ist eigentlich in den letzten beiden Jahren passiert. Und da ist natürlich schon einiges erwähnt, aber ich will es einfach einmal zusammenfassen. Es ist eine ganze Menge passiert in Beziehung auf Stellenausbau, Ausbildung und Schulung, Opferschutz und Resozialisierung. Und wenn ich die fünf Punkte aufzähle und mich nicht in den Details, die der Herr Honka sehr viel besser kennt als ich, verliere, sehe ich einfach, dass hier eine Zusammenarbeit und ein Bild in diesem Bereich 5, in diesem Einzelplan gemacht worden ist, der durchaus Zusammenhänge hat und der überhaupt keine Vereinzelung in den einzelnen Maßnahmen hat, also keine Pointierung, sondern ein Gesamtbild für den Bereich Justiz abbildet. Und der ist begründet mit der Förderung der Ausbildung, mit der Förderung und Ausbau der Schulung in einem neuen Bereich. Ich nenne da nur Fit für den Rechtsstaat, Fit für Hessen, ein Erfolgsmodell. Auch die Verbesserung in der Ausstattung IT, mobile Arbeitsplätze, Frau Hoffmann, auch der Opferschutz, denn ich habe leider die Rede vom letzten Mal nicht dabei. Aber ich meine, Hessen ist ganz weit vorne im Opferschutz. Das hatten wir eigentlich im letzten Plenum mehr als deutlich herausgearbeitet. Und deswegen jetzt das Bild hinzustellen, als hätten wir da nachzuarbeiten ohne Ende, das ist wirklich nicht in Ordnung und entspricht auch nicht der Realität. Auch im Bereich der Resozialisierung und der Deradikalisierung ist eine ganze Menge gemacht worden. Aber wir bleiben ja bei dem nicht stehen, sondern wir machen weiter. Und auch dazu hat Herr Honka ja die Details bereits benannt. Details, wo ich das einfach in dem Zusammenhang auch noch einmal sagen möchte. Es wird ein weiterer Stellenaufbau erfolgen. Es wird natürlich eine weitere Stärkung auch von Personen bezüglich der Internetkriminalität und des Terrorismus und dazu auch die entsprechende technische Ausstattung erfolgen. Und lassen Sie uns doch einmal gemeinsam feststellen, dass wir natürlich in diesen Jahren und auch speziell in den Jahren mit Dingen zu tun haben, von denen hätten wir doch ehrlich gesagt vor 10 oder 15 Jahren noch nicht geträumt. Und auch dem werden wir gerecht, weil wir machen die entsprechenden Voraussetzungen dafür und nicht zuletzt die Bürgerfreundlichkeit und der Service in der hessischen Justiz werden an verschiedenen Punkten verbessert, ob das ein digitaler Servicepoint ist oder überhaupt Servicepoints da, wo es möglich ist. All dies wird umgesetzt. Also, ich hatte schon gesagt, 224 neue Stellen in der Justiz. Die Aufschlüsselung hatten wir bereits eben gehört. Im Justizstandort Frankfurt wird ein neuer Standort für eine spezialisierte Kammer impliziert. Und wir haben ein weiteres Haus des Jugendrechts, wo wir auch genau die Verzahnung von all denen
die damit zu tun haben, um zu verhindern, dass sozusagen Jugendlichen mit Kleinkriminalität gleich einen Eintrag in ihre Akte bekommen, sondern Sinn dieser Häuser des Jugendrechts ist, den Jugendlichen, die einmal vielleicht irgendwie in eine falsche Ecke gegriffen haben, nicht die Zukunft verbaut wird, sondern das ist die Grundlage dafür, dass ihre Zukunft gesichert ist, auch wenn sie einmal wie auch immer vom Weg abgekommen sind. Wir haben, um noch einmal auf eine grüne Geschichte abzuheben, die energieeffiziente JVA. Das mag dem einen oder anderen als vielleicht ein bisschen blümchenmäßig vorzukommen, aber ich glaube, da macht sich deutlich, dass wir natürlich mit den JVA auch eine Verpflichtung haben, die gleichen Standards anzusetzen, wie wir sie in anderen öffentlichen Gebäuden auch haben, und auch da die Wertschätzung dafür, wie wird mit der JVA umgegangen, mit den Angestellten und auch mit den Insassen. Kriegen die gleichen Standards? Gibt es dort Schulungsprogramme? Wie ist die Vernetzung in dem Bereich? Und wie können wir das alles gestalten? Was bedeutet Sanierung in den Zeiten 2018 und 2019? Und was bedeutet es, eben öffentliche Einrichtungen CO2-frei zu stellen? Weitere Investitionen zum IT hatte ich bereits genannt. Und ich will insofern eigentlich jetzt auch mit meiner Rede beenden, weil die wesentlichen Punkte gesagt worden sind. Also, wir haben ein großes Netzwerk von vielen Maßnahmen, die ineinander greifen. Die einzelnen Dinge sind Ihnen genannt worden. Und darauf aufbauen wird es in den nächsten Jahren eine gute Fortentwicklung im Bereich der Justiz geben. Der Opferschutz ist gewährleistet, die Resozialisierung ist gewährleistet, die Ausbildung ist gewährleistet, und alles ist gut. Vielen Dank für die Worte. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat der Abg. Dr. Blechschmidt. FDP, bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Alles ist gut. Ich möchte vorab vielleicht allen Mitarbeitern der Justiz, immerhin in Hessen 15.000 Beschäftigte, davon 10.200 in ordentlichen Gerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaft und den vielen anderen, die Justiz hochhalten, Hessen danken. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Dazu gehören nicht nur die Organe der Rechtspflege dazu, sondern viele andere Bereiche, die insgesamt Justiz ausmachen. Und alle Vorredner haben recht. Innere Sicherheit, all das, was wichtig ist heute, ist gut. Die Umsetzung durch die Justiz, Rechtspflege ist wichtig, Justizvollzug ist wichtig. Und deshalb ist für mich der Einzelplan 5 ein herausragender Einzelplan, der in der Tat heute am Mittwoch debattiert gehört und auch mit einem großen Ausrufezeichen zu versehen ist. Frau Förster-Hildmann, wir leben schon im gleichen Land, um Ihre Eingangsfrage zu machen, nämlich in Hessen. Und ich habe im letzten Legislaturperiode genossen, auf der Regierungsbank die FDP zu sehen, in die grünen Opposition zu erleben. Deshalb habe ich so ein bisschen damals Déjà-vu gehabt zu dem, was Sie heute haben, dass ich mich manchmal gewundert habe, leben wir im anderen Land. Ich will in die Reflexe, die bei einer Haushaltsdebatte gerade im Hinblick auf Einzelplatz 5 nicht verfallen, jetzt Fundamentalopposition zu machen, wie die GRÜNEN das in der letzten Legislaturperiode gemacht haben, sondern durchaus in Erinnerung bringen, dass die FDP Regierungsverantwortung hatte. Und auch den Einzelplan 5 mit den Vorgaben leben wir im richtigen Land, mit den Reflexen der Haushaltsdiskussion ein bisschen sachlich einschätzen zu wollen. Ich will auch nicht in die Reflexe zurückfallen. Und der Kollege Wilken hat das gesagt, hier rumzunörgeln oder Detail zu nörgeln, sondern ich will eigentlich dem Einzelplan 5 gerecht werden. Die Vor- und Nachteile, nämlich dass nicht nur Schwarz und Weiß existiert, sondern auch Grautöne gegeben sind, hier ein bisschen Rechnung tragen.
indem ich die Sichtweise der FDP deutlich mache. Wir sehen, was in die Richtung geht. Wir empfinden als FDP sehr viel als richtig, nicht alles. Ob die Richtung stimmt, wird man die nächsten Jahre sehen. Der Asylbereich in der Tat ist eine der großen Herausforderungen, die aktuell gegeben sind. Opferschutz steht ganz offen und oben hier im ganzen Landtag. Und trotzdem muss man sehen, dass der Einzelplan 5 mit vielen Akzenten, die er hat, halt hier eine Richtung vorgibt, die wir als FDP dazu Anlass genommen haben, hier im Einzelplan 5 keine Änderungsanträge zu stellen, sondern das zur Kenntnis zu nehmen, was die Landesregierung hier einbringt, und das auch kritisch zu bewerten, aber auch durchaus konstruktiv, Frau Ministerin, zu sagen, dass das eine oder andere richtig ist, was es mit der Stärkung der Justiz auf sich hat. Gleichwohl, und das ist die Kritik der FDP, vermissen wir eine gewisse Akzentuierung. Wir entdecken auch beim Einzelplatz 5 im Gegensatz zu den anderen Einzelplänen eine Art Gießkannenprinzip und hoffen, dass dem gleichwohl Rechnung getragen wird. Und die Gießkanne. Und insofern haben wir keinen historischen Haushalt, Herr Frömmrich, sondern eine historische Haushaltslage, nämlich sprudelnde Einnahmenquellen, nicht jetzt eine Chance vergeben wird, mehr Akzente auch in diesem Bereich zu nutzen, die in den nächsten Jahren sich als falsch erweisen und dann wieder rückgefahren oder verändert werden müssen. Ich möchte in dem Zusammenhang aber auch anführen, dass all das, was wir heute diskutieren, ja nicht unbekannt ist. Seit Anfang September hat jeder von den Ministerien das verkündet, was der Haushaltsgesetzgeber heute diskutiert, und hat dann auch in den einzelnen Einzelplänen das dann angekündigt an der Presse und entsprechend dargelegt, was wir heute diskutieren müssen. Ich möchte den Gesichtspunkt des Respekts aufgreifen, der durchaus mit etlichen Gesichtspunkten einhergeht, und einfach deutlich machen, dass mit dem Haushaltsentwurf 5 durchaus Respekt für die Bewerber in der Justiz gelegt wird, indem eine Nachwuchskampagne aufgelegt wird, Respekt gegeben ist für Bedienstete, da durch neue Stellen die Arbeitsbelastung verteilt wird, und Respekt, und da möchte ich wirklich die Diskussion der letzten Plenarsitzung aufnehmen, für Opferschutz und Präventionsarbeit durch die Bereitstellung von zusätzlichen Geldern und Mitteln gegeben ist. Auch Respekt für Hanau und Main-Kinzig, mit Hinblick, die Häuser des Rechtes auszubauen. Die Häuser des Rechtes, werte Kolleginnen, die in der letzten Legislaturperiode von CDU und FDP eingeführt worden sind und auch mit dem Namen des Justizministers Hahn einhergehen, die weiter ausgebaut werden und wo eine große Akzeptanz vorhanden ist. Diese Auflistung könnte ich problemlos um diverse Aspekte ergänzen, die finanziert werden eben mit nicht der historischen Haushaltseinbringung, sondern mit den sprudelnden Steuereinnahmen, die wir nun einmal in diesem Doppelhaushalt zu verzeichnen haben. Und es werden auch in anderen Einzelplänen diese sprudelnden Steuereinnahmen hier einfach verteilt, Gießkannenprinzip. Ich glaube aber, und damit komme ich so ein bisschen vom Stil, Frau Ministerin, in eine Sache, dass Sie selbst sich nicht gut getan haben, das Haus des Jugendrechts in Hanau und dass die Presseerklärung vom 11. Dezember, was am Dienstag stattgefunden hat, schon entsprechend zu verkaufen und abzufeiern, bevor der Landesgesetzgeber, der Haushaltsgesetzgeber heute über das, was mit dem Haus des Jugendrechts in Hanau verbunden ist, entsprechend verabschiedet hat. Ich glaube, es hätte gut getan. Es hätte wirklich gut getan. Ich möchte das nicht nur als Formalkritik verstehen. Ich habe allergrößtes Verständnis, dass Ministerien bereits ab September das, was wir heute diskutieren, zur zweiten Lesung abarbeiten. Ich habe allergrößtes Verständnis auch im Hinblick auf das, dass die FDP der letzten Legislaturperiode auch in der Regierung da war, dass das so gemacht wird. Aber ich glaube, dass dem Haus des Jugendrechts und der heutigen Diskussion es gut getan hätte, 8 Tage zuzuwarten, bevor eine Pressekonferenz gemacht wird, wo das abdiskutiert wird, was im Grunde genommen werte Vertreter der Regierungsfraktion, in einem Änderungsantrag von Ihnen heute erst beschlossen wird. Wir haben hier 2 Änderungsanträge vorliegen von den Fraktionen von CDU und den GRÜNEN, dass eben hier die Mittel noch einmal für das Haus des Jugendrechts in Hanau angehoben werden müssen. Das hätte abgewartet werden können. Die Diskussion ist heute wichtig, und da hätte es durchaus 8 Tage noch gut getan, zuzuwarten. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Wir Freidemokraten, das habe ich versucht deutlich zu machen, unterstützen vollumfänglich das vierte Haus des Jugendrechts
Wir halten es für eine sinnvolle Maßnahme. Die Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwalt und Jugendhilfe wird dadurch schneller, individueller und kann auf die jeweilige Lebenssituation von jugendlichen Tätern eingehen. Diese Erfolgsstory der letzten Legislaturperiode schreiben Sie hier fort. Das findet vollumfänglich unsere Unterstützung. Aber es kann nicht sein, dass das Ministerium das Fell des Bärens verteilt, bevor der Bär erlegt ist, oder heute hier im Parlament erst über den Haushalt entschieden wird in zweiter Lesung und dieser Änderungsantrag auch entschieden wird. Das möchte ich formal einfach zu bedenken geben. Der zweite Gesichtspunkt, der da ist, und das hat etwas weniger mit der Haushaltslage zu tun, mit dem Punkt, den wir kritisch im Justizbereich beobachten müssen. Ich habe große Skeptik zur Digitalisierung der Justiz, zur elektronischen Akte. Ich möchte zum Abschluss meiner Rede, die in Absprache mit meiner Fraktion etwas weniger taxiert ist, und der Kollege Wilken hat ja schon entsprechend das getoppt und hat eine kurz und prägnante Rede gehalten, möchte auf den Gesichtspunkt eingehen. Die elektronische Akte wird uns noch bis zum Ende der Legislaturperiode beschäftigen. Da gibt es Verbesserungsbedarf. Da müssen wir aufpassen, dass die Justiz und all die handelnden Akteure, die ich eingangs beschrieben habe, nicht gegen die Wand laufen. Unabhängig vom Haushalt ist es eine der großen herausragenden Punkte, die wir auch in den nächsten Jahren noch zu beachten haben. Auf dieses Augenmerk wollte ich abschließend noch einmal hinweisen. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Dr. Messerschmidt. Das Wort hat die Justizministerin, Frau Staatsministerin Kühne-Hamann. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine starke Justiz schafft Sicherheit. Das ist das Motto, unter dem wir in der ganzen Legislatur arbeiten. Und der Doppelhaushalt 2018-2019 belegt das ausdrücklich. Das ist ein erheblicher Anstieg im Haushalt, so viel wie noch nie. Und deswegen kann man stolz auf diesen Haushalt sein. Und selbst Frau Hoffmann und Herr Wilken haben das nicht bestritten. Frau Hoffmann, so weit, so gut. Sie haben nur in die Vergangenheit geblickt. Mit der Zukunft sind Sie zufrieden. Und ich glaube, darauf kann man stolz sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zahlen vorweg. Es kann keiner bestreiten, wenn man den Haushalt liest, dass 44 Millionen € mehr im Haushalt zur Verfügung stehen für die Jahre 2018 2019, der Stellenabbau gestoppt ist und in der Legislaturperiode insgesamt trotz Stellenabbaus am Anfang 550 neue Stellen geschaffen worden sind, und zwar in allen Bereichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Wilken, ich will darauf eingehen. Sie haben gesagt, wir schaffen ausschließlich Stellen bei Richtern und Staatsanwälten. Und da will ich Ihnen sagen, das ist schlicht die Unwahrheit. Sie haben gesagt, wir machen ausschließlich in dem Bereich Richter und Staatsanwälte einen Aufwuchs und vernachlässigen den Nachgeordnetenbereich. Das waren Ihre Worte. So, und jetzt will ich Ihnen das jetzt. Ja, vernachlässigen hat gesagt, es gibt gar keine. Wir können ja das Protokoll nachlesen, Frau Kollegin Wissler. Also, dann will ich Ihnen einmal vorlesen, wer den Haushalt liest und nicht nur darüber redet und allen den Eindruck vermittelt, da würde nichts getan. Wir haben so viele Rechtspflegeanwärterstellen wie noch nie, 37 Stellen, 47 Stellen für Serviceeinheiten, 8 Stellen für Gerichtsvollzieher, 10 Stellen im Justizwachtmeisterdienst, 39 Stellen im Justizvollzug, 2 Stellen im gehobenen Dienst für die ZIT, wo sonst Internetstaatsanwälte sind, 2 Stellen im Tarifbereich und 6 Stellen für schwerbehinderte Beschäftigte. Und wir haben in Frankfurt so viele Auszubildende wie noch nie. Dann davon zu reden, dass der nachgeordnete Bereich keine Rolle spielt, ist schlicht eine Unverschämtheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. So, und jetzt will ich noch etwas sagen. Jetzt will ich noch etwas sagen. Zu Beginn der Legislaturperiode ist es uns gelungen, die befristeten Beschäftigungsverhältnisse im nachgeordneten Bereich, die 25 Jahre bestanden, aufzuheben, Poolstellen zu finden und dafür zu sorgen, dass junge Bedienstete im Tarif- und im Beamtenbereich des mittleren Dienstes Aufstiegschancen und Perspektive haben. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, spricht dafür, dass es nicht nur um die Richter und Staatsanwälte geht, sondern es geht um die Teams, die in der Justiz arbeiten, in jedem einzelnen Bereich. Und das will ich deutlich hervorstellen, dass das eine CDU-grün geführte Landesregierung im Blick hat und nicht nur die Richter und Staatsanwälte, aber die auch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will auf wenige Punkte noch zu sprechen kommen.
Die Stellensituation habe ich eben genannt, aber es geht natürlich auch um die großen Blöcke, Digitalisierung, die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, der Brexit, die Asylverfahren, die Bekämpfung der Jugendkriminalität und auch der Opferschutz. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich über den Opferschutz rede, Frau Kollegin Hoffmann, dann haben wir in der letzten Plenardebatte über eine große Anfrage geredet, bei der immer der Opferschutz im Vordergrund stand. Und beim Opferschutz haben wir in diesem Haushalt ganz konkrete Projekte erhöht. Es war schon immer ein Schwerpunkt in Hessen. Wir geben 100.000 € für eine wertvolle Arbeit vor Ort. Wir unterstützen die Täterarbeit bei häuslicher Gewalt. Wir unterstützen Prävention für extremistische Gefangene, und wir haben auch Strukturbeobachter und alles eingesetzt. Der Opferschutz insgesamt als Ministerium, das für die Prävention zuständig ist, hat bei uns in Hessen höchste Priorität. Und jetzt will ich noch etwas zum Justizvollzug sagen. Im Justizvollzug habe ich die Stellen genannt. Davon zu reden, dass wir in die Sanierung der Justizvollzugsanstalten nicht investieren, ist auch glatt die Unwahrheit. Wir investieren im Haushalt über 50 Millionen € in diesen Haushalten konkret in die Sanierung der Anstalten. Über 100 Millionen € in einzelne, wie die Justizvollzugsanstalt in Kassel und in Butzbach, und viele kleine einzelne Maßnahmen. Das heißt, das, was die bauliche Situation angeht, haben wir eine Aufholjagd begonnen, die ihresgleichen sucht in den letzten Jahren, weil die ganzen Großprojekte inzwischen laufen. Und jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, noch zum Schluss das Thema IT. Das will ich auch noch erwähnen. Im Thema IT haben wir in den Jahren 2018 und 2019 zusätzlich zu der Ausstattung, die wir bereits hatten, insgesamt rund 11 Millionen € eingeplant. Und wir liegen in den Länderverbünden an der Spitze. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf dem Weg, die elektronische Akte im Justizbereich einzuführen, sind wir bei den federführenden Ländern, bei den ersten drei Ländern in Deutschland, mit einer eigenen IT-Stelle, die der Kollege Hahn unter seiner Verantwortung eingerichtet hat in Bad Vilbel, mit einer IT-Präsidentin, die wir jetzt haben, und mit einem Support, den sich andere Länder am Ende wünschen. Deshalb kann man nicht davon reden, wir wären da schlecht, sondern wir sind im IT-Bereich besonders gut aufgestellt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Justizhaushalt beschreibt, dass in einem Land, in dem man sicher leben will, es immer darum geht, die Justiz auch gut aufzustellen. Es reicht nicht alleine, nur die Polizei aufzubauen, sondern auch die Justiz. Deswegen sind alle Sicherheitspakete, die vorgeschlagen worden sind, immer so vorgetragen worden, dass Justiz und Polizei aufgeführt worden sind. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, der Justizhaushalt für die Jahre 2018 2019 ist ein Erfolg. Hessen ist gut aufgestellt. Und ich werbe um Ihre Unterstützung und bedanke mich bei den Koalitionsfraktionen auch für die Änderungsanträge, die uns ermöglichen, das erfolgreiche Modell der Häuser des Jugendrechts weiter voranzubringen. Und da freue ich mich ganz besonders über das Neue in Hanau, was schnell das Größte wird und bei dem der Oberbürgermeister der SPD, Herr Kaminski, und der Landrat SPD des Main-Kinzig-Kreises gute Arbeit geleistet haben, um mit dem Land zusammen ein solches Haus des Jugendrechts im Interesse der Beschäftigten und der Kommunen auf den Weg zu bringen. Herzlichen Dank. Frau Staatsministerin, herzlichen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr zum Einzelplan 05. Bevor wir weiterfahren der Beratung, begrüße ich auf der Besuchertribüne unseren langjährigen Kollegen Gottfried Milde. Herzlich willkommen, lieber Gottfried. Zusammen mit Thorsten Derlitzky hier sind zwei große Fans der Frankfurter Eintracht, ist mir gesagt worden. Hat ja gerade gelangt gestern Abend. Ne? Also, 2-1 langt's. Jetzt wollen wir doch nicht vom besten deutschen Verein sprechen. Wir sind ja hier in der Haushaltsdebatte. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Klee, ich will Sie doch nicht trügen wegen Ihrer Verwerfungen hier.